Hallo liebe Freunde der Modelleisenbahn. Schon wieder ein Video, gerade Samstag erst ans Hoch gepostet. Keine Panik, ich schicke jetzt nicht jeden Tag ein Video. Aber Sonntagnacht kam mir die Idee. Ihr kennt ja schon den Trick mit meinen Signalen. Wenn nicht, ich habe es oben mal gerade verlinkt. Wie kann man aus hässlichen Gänsefüßchen Märklin-Signalen, ich meine den Kasten unten natürlich, schöne machen. Aber das Gleiche geht auch mit Weichen. Ihr wisst ja, ich habe einen gewissen Anspruch, wenn man die ersten zwei Videos jetzt gesehen hat. Zu, was meine Anlage, wie die aussehen soll und was die können soll. Das soll natürlich oben auch vom Optischen ansprechend sein. Und ich habe viel mit Servos und allem Möglichen mich beschäftigt, aber es gibt einen ganz einfachen Trick. Also schaut da mal selber. Das ist so banal, dass ich schon gar nicht weiß, ob das überhaupt überhaupt wert ist, ein Video zu machen. Also vielleicht gibt er mir mal einen Kommentar, ob das okay ist oder ob das einfach so banal ist, dass ich es vielleicht wieder löschen soll. Also guckt selber und dann seht das. Also so sieht man ja, so sieht ja das Signal aus und so sieht im hinteren Bereich auch die Weiche aus. Man hat natürlich immer diesen Kasten, wo diese Spulen drin sind, wenn man jetzt mit den herkömmlichen Karggleisen und den Antrieben arbeitet. So, und ich mache jetzt Folgendes und ich zeichne die Weiche und auch das Signal an, den Kasten und säge ich es einfach aus. So, natürlich kann ich die Weiche nicht verschwinden lassen, die ist ja da, die will ich auch einschottern und so, die sollen natürlich schon ihre Ruhe behalten. Aber was ich mache, das seht ihr jetzt. Ich drehe einfach den Kasten um. Den Antriebskasten. Also es ist keine Garantie von mir und das ist auch nur das, was ich versuche. Aber bis jetzt, ich habe es schon ein paar Mal getestet, funktioniert es. Ich drehe einfach den Antrieb um, der symmetrisch, also die beiden Aufnahmen, die einschnacken und in der Mitte der Punkt, wo die Weiche bewegt wird, ist symmetrisch. Also einfach umdrehen und dann ist diese Erhabenheit des Kastens weg. Könnt ihr selber die Bilder sehen, das Signal sieht schon mal schick aus, weil es komplett verschwunden ist, der Kasten. Ich mache das einfach mit ein bisschen Heißkleber unten drunter fest. Und dann mache ich das gleiche jetzt mit dem Antriebskasten. Einfach umdrehen, da ist der fast platt. Also es ist ein halber Millimeter, den der etwas erhaben ist. Ein halber Millimeter mehr nicht. Das heißt, wenn ich hier noch einschotter, sieht man von dem Kiste gar nichts. Also wie gesagt, vielleicht ist es zu banal, aber gib mir vielleicht ein Feedback, ob das okay ist. Aber ich finde, es sieht super aus, es ist völlig simpel, ich brauche keine neue Investition. Und ich glaube, das kann man schick machen, auf diese Art und Weise. Also viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn mal ein paar Fortschritt weiter ist oder mir irgendwas nachts einfällt, was ich vielleicht genial finde oder wo ich der Meinung bin, es ist vielleicht nicht schlecht. Also bis dann, euer Adler und bleibt gesund. Ciao.